Guten Morgen. Ja, diese Aussage hat der Präsident der Islamischen Gemeinschaft getätigt. Deutschland ist unser Land und es ist unsere Pflicht, es positiv zu verändern. Mit der Hilfe Allahs werden wir es zu unserem Paradies auf der Erde machen und es der islamischen Umma zur Verfügung stellen. Ja, ich muss sagen, es sieht tatsächlich so aus, dass dies in die Tat umgesetzt wird, oder? Wenn man bedenkt, dass es fast mehr radikale Islamisten, Muslime und so weiter in Deutschland gibt wie Deutsche, ne? Ja, Ibrahim el-Zayat. Das ist echt, wie kann man auf die Idee kommen, dass einem das Land komplett gehört? Nee, nee, nee. Ich bin jetzt lieber still. Bis dann. Tschüss.